Ja, guten Morgen, hier bei Bläppig. Get up. Get up. Boah, bist du deppert. Wie ein Vampir steht auf. Nein! Warum? Oh. Okay, ich bin munter. Gleich ein schöner Start in den Morgen. Ich werde das einfach mal verstellen. So, Pickup. Wir werden das irgendwo hin platzieren. Nimm das doch in die Hand. So, wo es nicht so gefährlich für mich ist, nämlich vielleicht daher. Da renne ich vielleicht nicht unbedingt hinein. Muss ich eigentlich was frühstücken in der Früh? Nein, schaut nicht so aus. Kann man das denn jetzt? Kann man das ins Feuer hauen? Schmeißt jetzt ins Feuer. So. Ah, schau. Man kann sogar diese komischen kleinen Früchte da kochen. Ich glaube, sie werden jetzt da viel nahrhafter oder schmecken nach, keine Ahnung. Ah, okay, er ist komplett verbrennt. Oh mein Gott! Ah, Tauwerk Fletch. Nein, mag ich natürlich nicht machen. Ich möchte. Ist das jetzt noch ein Tagesziel? Ah, shit, ich hätte das noch machen müssen. Das ist Daily Meilensteine für den Tag von den Spieltag und nicht den echten Tag. Craft a new tool, buy a new tool and collect 7 shells. Das heißt 7 Muscheln. Verschiedene Muscheln oder ist das egal? Wir gehen auf Muschelsuche. Da haben wir schon mal das erste. Na, Drumstick. So. Okay. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir finden. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Wenn immerhin möchte uns das Känguru wenigstens nicht fressen, was auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil ist. Alter, die Muscheln sind wirklich dort, wo die Krokodile sind. Da liegt noch eine Muschel. So. Und wir haben bald keinen Platz mehr im Inventar. Ich möchte jetzt auch nicht zu weit weg von zu Hause sein. Weil Großmütterchen hat auch noch hier ein Kuppel Kuppel. Okay. Er macht nicht sein Geräusch. Oh ja, doch. Okay. So. Nimm das Wut auf. Wenn. Au. Das für ein komischer Stein. Ich merke, wieso das mit den Knochen da auf sich hat. Dieser Tierfriedhof. Wir werden jetzt nochmal hier mal genüsslich eine Flucht verspeisen, bevor wir weitergehen. So, ein Lock nehmen wir mit, einen zweiten Lock nehmen wir mit. Und vielleicht finden wir noch ein paar Früchte, die wir noch verspeisen können. Hier hängt auf jeden Fall nichts. Essen geht uns langsam aus. Also, wir haben schon nichts mehr. Das Fleisch, was das Krokodil übrig gelassen hat, was ist denn das eigentlich? Das ist eine Händelkeule, oder? Ja. Ah, schau, schau. Warum liegt da einfach Fleisch? Nein, mir ist wurscht. Vielleicht hat das Krokodil für mich gejagt. Kann das sein? Na, egal. Fleisch nehme ich gern mit. Wir brauchen aber noch natürlich eine Muschel oder mehrere Muscheln. Das Känguru war gerade baden. Also die Welt schaut ziemlich trostlos aus, würde ich jetzt mal behaupten. Kommt mir wirklich vor, wie so in einer Wüste, irgendwo in Australien. Krokodile sind wenigstens auch schon weg. Und wir werden einfach mal. Achso, die Krokodile waren da hinten. Und da liegen auch die Muscheln. Ah! Einsammeln! 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 Geh weg! Oh mein Gott. Oh. Ha! Ich hab deine Muscheln! Ich hab deinen Schatz! So. Okay, dann nicht ins Feuer hineinlaufen. So, wir haben einmal das erste Tagesziel eigentlich erreicht. Und servus, Großmami. Was mache ich eigentlich mit einem überschüssigen Krempel? Das wäre eigentlich meine. Die wichtige Frage. Okay. John trades all sorts and things back to South City. Okay. Das heißt, ich kann mir bei Ihnen jetzt einmal was kaufen und dann reist er wieder zurück nach South City. South. Saufen. Nein, Süden, in die Südstadt. Ja, bitte. Gib mir einfach die Lizenz. Nein, ich weiß natürlich nicht. Okay. Ja, an diesem Tag braucht man eine Lizenz für alles, das stimmt. Okay.
Okay. Ist ja klar, dass es natürlich nicht gratis ist. Ja, das ist mir schon klar. Okay, wegen dem Tagesziel kann man dann spenden, also das Geld auch spenden. Okay, aber gib mir die erste Lizenz doch gratis, ha? Von einem Werkzeug. Das wäre doch bloß super. Okay, wir brauchen... Okay, wir können jetzt mal entscheiden, was wir haben wollen. Okay, mal... Okay, das kann man uns eh mal nicht leisten. Entweder fürs Holzfällen oder für Minen, also für die Steine mit Mineralien. Fischen könnten wir auch gehen. Oder graben. Jagen geht natürlich auch noch. Farmen können wir auch noch. Das heißt natürlich etwas anpflanzen. Aber ich glaube, am besten fahren wir. Ich fange mit der Holzfällerei an. Das nehmen wir jetzt einmal natürlich. Das heißt, ich darf wahrscheinlich auch eine Axt kaufen. Ich kann mir leider nichts mehr leisten. Danke. Und jetzt haben wir natürlich mal die erste Lizenz. Und ich kann jetzt mal nachschauen, was gibt es denn hier. Ja. Ah, oh ja, vielleicht geht es noch was aus, wenn wir die Tagesmissionen natürlich noch machen. Wir werden natürlich ein neues Tool craften. Schauen wir mal, ob da jetzt da was geht mit der Lizenz. Vielleicht kann ich jetzt eine Holzaxt bauen oder sonstiges. Das schaut aber nicht so aus. Junges Fräulein. Junges Fräulein. Also ich warte noch. Vielleicht kann ich mit dieser Münze auch noch was... Ja, ja, ist mir schon klar. Wir schauen jetzt mal nach zum John. Ah, das ist schon fertig, schau. Ah, okay, das ist, wenn er da ist, ist das Zelt hier, das ist ein Lagerplatz. So, John. Servus, Johnny. Aha. So must be playbig. Fletch told me you are on. The thank you getting this place all set up for me. Okay, gut. Du weiter. Ich möchte das kaufen. Oder vielleicht irgendwas herstellen. Okay, das sind die Dings praktisch. Okay. Also die Dings sind unsere Währung, könnte man sagen. So, kann ich dir eigentlich zuschauen, wie der mit mir redet? Was macht der da? Der lacht. Alter, wie geil ist das denn? Okay, gut. Okay, I'm good. I want to chat. Ich könnte Sachen verkaufen. Aber was? Ah, ich könnte jetzt einmal die Muscheln da verkaufen. Ich brauche die, glaube ich, eh nicht, oder? Ja. Das für alle 15 oder für eine 15? Hey, du hast mich gerade übers Ohr gehaut. Kann das möglich sein? Schauen wir mal kurz nach. Ach, bitte hör auf so. Ja, wirklich, der hat mir für 3 Muscheln nur 15 Dollar so solche Sachen. Ich weiß ja gar nicht, wie der Wechselkurs ist. Ist das viel? Schauen wir mal. Mit alle 2 Sachen verkaufen. Gleich alle 2. Was willst du mir dafür geben? Das wird ziemlich anstrengend. Das Krokodil wird mich fressen. 20. Nein, bitte, sage ich ja. Das ist ein fairer Preis. Danke, 20. Aber ich möchte mit dir auch etwas kaufen. Vielleicht doch, I want to chat. What's up? Hat er vielleicht einen Job für mich? Ja. Nimm doch die 3 Fleisch. Das Krokodil wird mich sicher dann noch praktisch unterstützen. Vor 3500 Fahren. Das kann ich mir natürlich jetzt hier mal etwas kaufen. Ich habe mich jetzt dafür Holz entschieden, oder? Voll. Das heißt... Oh, the basic axe. Chopped on trees and plants. 1000? Ja. So, very good. Und ich habe jetzt natürlich jetzt auch etwas abgeschlossen natürlich. Ich habe jetzt auch hier etwas gekauft. Das kann ich jetzt natürlich auch hier einsetzen. Einmal Helpful Friend. Scheiße, dass man da nicht zurückgehen. Oh ja, kann man eh. Hey. Ich habe das doch gekauft. Achso, das ist jetzt. Okay, das ist Helpful
friend and craft a new tool. Das Problem ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man etwas craften kann, also Werkzeuge craften kann. Ein Barbecue kann man sich noch nicht leisten. Und eine Tischsäge auch noch nicht. Das heißt, die sind einmal hier fertig, hätte ich mal gesagt. Und können jetzt da... Ui, die Axt ist ja schon... Die hat natürlich jetzt da auch hier... Okay. Ich hab... Ich glaube, Bäume kann ich jetzt nicht fällen. Kann das sein? Okay. Wir können jetzt hier mal alles abernten. Kann man den Baum wenigstens fällen? Ja, der geht's. Also... Das heißt, wir können sich jetzt mal hier Holz besorgen. Wir haben eh genug Holz. Da liegt jetzt da... Oh. Das heißt, wir können auch wieder Holz anpflanzen, wie es ausschaut. Okay. Das haben wir jetzt einmal. Aber wie kann ich jetzt da Tools craften? Großmutti. Sag mir, Großmutti, was kann ich tun? Ja. Okay. Ah, ich soll die Tischsäge kaufen. Okay. Ich glaube, die geht sich jetzt aus, oder? Mit 5200? 5200, 5300 habe ich. Gut. Ja, mach einen Rabatt, Alter, mein Freund. Mach. Nein! No thanks! Nein! Ich will einen anderen Preis, ich will Freundschaft. Ui, ist der Hass auf mich. Das kostet kein mehr. Nein, ich will es günstiger. Verstehst du mich? Ich will es günstiger. Was ist mit Freunde? Du bist hier auf meiner Insel, verdammt. Ich möchte das jetzt da um 5100 haben. Bitte. Okay, er verkauft mir einfach. Er verkauft mir einfach. Na gut, dann, ja. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich verpiss mich einfach, bevor ich ihm irgendetwas tue. Gut, Großmutter, 5200. Das hat mich einige. Das hat mich Fleisch gekostet, ja. So. Ja, 5200 für eine Tischsäge, die hätte ich selbst bauen können auch. Ja, okay. Okay. Ich kann hier eine Pause machen, okay. Come back and talk to me when you are ready. Wer soll ich ready sein? Also ich sollte vielleicht wieder mal Fleisch suchen. Also ich könnte mal hier die Händelhacks... Also das Feuer ist hier wirklich sehr gefährlich, aber ich kann da mal hier den Händelhaxen reinhauen. Warum kann ich nicht beide reinschmeißen? So, wir kochen ganz gemütlich. Den haben wir auch noch rein und den müssen wir hier mal aufheben. Kann ich den jetzt schon essen? Soll ich den schon essen? Schauen wir mal, was bei... Ui, der bringt aber viel zurück. Und sogar extra Bonus von Energie. So. Ja, genau. So, ich habe irgendeinen Stickschüler aufgenommen. So. Was mache ich aber mit meinem Rucksack? Ich habe ja nicht so viel Platz, oder? Komm her! Okay. Was kann ich jetzt mit dieser Kreissäge machen? Also mit der Tischsäge machen? Ich habe sie ja gar nicht im Inventar, oder? Kann das sein? Doch, da ist sie. So, wir nehmen sie mal und schmeißen sie mal da hinein. Was kann ich mit der Tischsäge jetzt da machen? Kann ich jetzt mal aufstellen, hätte ich mal gesagt. Soll ich die wieder Großmami aufstellen drinnen oder... Geh mal rein. Da kann man sie gar nicht aufstellen. Ich rede mal mit dir. Okay, dann gib mir einen neuen Job, ja. I'm ready. Ja. Ja, genau. Permanente Strukturen brauchen wir unbedingt. Ich werde hier einen Eiffelturm aus Holz bauen. Katsching! One Campfire, 3 Stone and 10 Tin Ore. Okay. Wollte ich gerade sagen, ich brauche die Mining-Lizenz dazu. Ja, Großmami, hör auf mit... Ach Gott, na, die ist ja wirklich die Ärgste. So. Die Lizenz kann ich mir eh schon leisten. War schon sowas ähnliches gedacht, so Mining-Lizenz. Das Problem ist...
Woher bekomme ich eigentlich dann die Axt zu? Die kann ich mir wieder kaufen. Also sie muss schon wieder irgendwelche Produkte verscherbeln. Nein, habe ich nicht gefunden. Ach Gott, na, ja, dann, ich werde schon selber rausfinden. Ich brauche deine Hilfe nicht, Großmutter, wenn du schon so verwirrt bist und mir nicht weiterhelfen magst oder kannst. Ich habe keine Ahnung. Aber warte mal. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Werkzeug herstellen kann, was ich benötige. Wir nehmen das einfach hin. Es steht mir einfach viel zu nah am Feuer und vor dem habe ich Angst. So, da war irgendwo ein Pfeil in die Richtung, wo es geht wahrscheinlich, kann das sein? Oder wo ich mich hinstellen soll? Vielleicht hier hin? Nein. Achso, ich sollte vielleicht mal etwas usen auch. So. Insert. Das schaut ja wirklich cool aus. Ui, upla. Das ist ja wirklich cool. Das ist ja urgeil. Ja, wir schneiden einfach mal Holz, hätte ich gesagt. So viel es geht. Also, es ist so viel es geht. Die 10 Loks lassen wir noch bei uns. Und den Rest nehmen wir einfach mit. So. Okay. Dann, wir brauchen auf jeden Fall eine Spitzhacke. Und die kostet wahrscheinlich gar nicht mal so wenig, gell? 1200. Das haben wir nicht. So, mein lieber Johnny Boy. Es ist schon 3 Uhr, ich muss mich da beeilen langsam. So. Ja, ich kann da viel anbieten. Nämlich. Das da. Das da. Das da. Und 12 Duster. Vielleicht noch ein Duster hier und ein Duster da. Zweimal Duster und. Eine gekochte. Ach, die hat sich nur so geschlichen, okay. Die ist nicht verbrannt, die ist nur zu mir gekommen. Ja, da geht sich auf jeden Fall die Axt aus. Ja, dann verkaufen wir einfach. So. Genau. Ich hole mir jetzt deine Pickaxe. Ja, nehme ich sofort. Ja genau, smash rocks and ores brauche ich natürlich. I take it all. I want it all. So, danke. Und jetzt da gehen wir natürlich da raus und wir brauchen Tin Oil. Ore. So. Herst. Hui. Also ziehen muss man da auf jeden Fall schon ganz gut können. 2, 3, ich glaube, wir brauchen gar nicht mal so viel. Na wurscht, machen wir den auch noch mit, dass deine Ressourcen sind, die auf jeden Fall nicht mehr nachwächst hier. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal alles mal recht frei machen. So, das habe ich vergessen natürlich, was wir brauchen. Tin Ore, Bretter und was brauchen wir noch? Rosemami. Sag mir, was benötigst du? Ja. Also ein Campfeuer sollte ich vielleicht auch machen. Dann 3 Steine. 10 brauche ich, okay. Gut, danke. Und ein Campfeuer, darf ich auch nicht vergessen. Ja, du Weil, ich habe schon verstanden. Okay. So, jetzt geht's einfach. Einfach so. Weil ich so viel gefragt habe, wir werden jetzt ein Campfeuer machen. Und da haben wir noch keine Steine dazu. Wir werden jetzt einmal Steine holen, bevor es vielleicht zu spät ist. Im Prinzip haben wir es jetzt eh nicht stressig. Das sind einmal normale Steine. So. Hä? Okay. Wieder hin und her wobbelt. Was ist das für ein Stein? Zack, wobbel. Zack, die wobbel. Und zack, ein wobbel. Okay, die gehen jetzt einfach spazieren. Macht den Nachtspaziergang oder wollt ihr ein Schäferstündchen schieben? So, Alter, das ist so wenig Stein kommt. So ein kleiner Stein kommt aus seinen Felsen raus. Da willst du mich veralbern? Da schlage ich mich ja zum Deppen, wenn ich da 6 Steine brauche. So, egal, wir machen jetzt das Ore auch noch mit. Das ist das Tin Ore. Braucht doch gar nicht, ich kann nicht gleich droben sein, weil da gibt es wenigstens ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen noch einen Schrank. Ui, da ist ein fetter Stein. Oh, ich bin schon ziemlich K.O. Kann ich in Ohnmacht fliegen?
Ich möchte jetzt nicht testen. Wir essen jetzt einmal eine Limette. 7 Steine. Habe ich nicht mehr zum Essen? Ehrlich? Items? Habe ich schon... Denke ich mal, da ist ein Brathähnchen. So, gleich hinunter damit. Das schiebe ich mir jetzt in die Futterluke. So. Aber wir haben eigentlich alles. Wir bauen jetzt da mal, bevor es finster wird und die bösen Monsters kommen, bauen wir jetzt einmal hier ein Campfire. Und jetzt sollten wir natürlich alles haben. Großmütterchen müsste eigentlich schon da unterwegs sein. Großmutter. Bleib, ach Gott, bleib hier. Die steht so da, ist jetzt gerade da. Was macht die? Hör auf, den Eck zum Pinkeln. So. Mal dann. Okay, hier ist die Recipe for the was? Great Furnace. Ja. Mhm. Das ist klar. Okay, gut. Also einen Schmelzofen, den wir jetzt natürlich bauen müssen. Den müssen wir jetzt natürlich machen. Deswegen haben wir ja schon alle Ressourcen hier sammeln müssen. Und jetzt können wir hier den Melttown machen. Also in das Furnace machen, also einen Schmelzofen. Den craften wir jetzt einmal hier mal so ganz locker zusammen. Und den stellen wir jetzt natürlich, wo stellen wir den am besten hin? Den stellen wir einfach daher. Schaut mal gut aus. Und jetzt, da kann man natürlich hier, also er geht nicht viel hinein, er geht nur 5 hinein. Gibt es wenigstens eine Anzeige, wie lange das dauert? Nein, gibt es nicht. Vielleicht schätze mal, wenn ich morgen in der Früh aufwache, kann ich höchstwahrscheinlich das Ganze hier schon rausernten. Ist eh schon finster oder rot. Ich glaube, das ist einfach nur das Abendrot, hoffentlich. Und nicht, dass es irgendwo brennt. Aber es schaut extrem schön aus, wirklich. Das muss man schon sagen, es schaut hier extrem schön aus. Und ich werde jetzt nicht auf das Ding warten. Ich glaube, es ist eh schon Bettruhe. Achso, warte mal. Das holen wir uns noch, das Geld. Und wir haben eigentlich alle Tage... Nein, Blödsinn. Craft new tools. Wie soll ich ein Tool craften? Ich habe noch nicht mal das Recipe davon. Achso. Die hätte gern so ein paar. Kann das sein? Ja, okay. Ich muss halt noch warten, bis das herkommt. Vielleicht kann ich dann noch eine Garnitur... Also eine Garnitur. Ein Werkzeug draus basteln. Bist du schon fertig? Ja, sind sie. So. Großmutterchen. Ich habe das gemacht. Sag mal, was ich tun soll. Oh, okay. Ding. Okay. Okay. Ja. Okay. Ich möchte gerne wissen, wie man Werkzeug macht. Okay, er braucht auf jeden Fall einen echten Job hier. Gut. Ja, natürlich. Ich werde ein Werkzeug bauen, bitte. Ich möchte ein Werkzeug machen. So, ich kann Nägel machen. Sehr schön. Und eine Kiste. Hey, das, die brauche ich. So. Wenn ich jetzt den Nägel mache, zieht das als Werkzeug? Ich glaube es jetzt nicht. Aber wir müssen natürlich ein bisschen Nägel machen. Nägel mit Köpfe. Ich kann darüber kein Werkzeug bauen. Das ist ja Wahnsinn, was die Alte von mir alles möchte. Und meine Tagesaufgabe ist natürlich ein Werkzeug bauen. So da. John. Ach, da ist er. Stehen bleiben. Wo rennst du eigentlich hin? Gott sei Dank sieht man eigentlich nie das Gesicht von denen, wenn die mit einem reden. So. Okay.
Oh, it's pretty epic. What's up? Okay. Okay, dann machen wir das am nächsten Tag, mein Freund, oder? Dann machen wir das am nächsten Tag. So. Geschlechte. Ach Gott. So, den depperten Sand, den depperten Sandsack, den depperten Schlafsack weggebaut. Was soll das? So. Sehen natürlich das Holz in der Hand. So. Nein. So. Ich möchte, dass der da liegt. Genau. So. Nicht pick-upen, sondern einlegen. So. Na bitte, Level 1 und Level 2? Nein, doch nicht. Ah, okay, fürs Sammeln kriegen wir auch etwas.